Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Ihr Favorit? Tatjana Kalmel enthüllt, ob Jessica Newton ihr versprochen hat, die Miss Peru-Krone im Vollwettbewerb zu gewinnen. Miss Peru steht vor der Tür und Jessica Newton bereitet bereits ihre 22 Regionalkandidaten und 12 Herausforderer vor, um endlich zu wissen, wer die Nachfolge von Camila Escribens antreten wird, die die Krone der Miss Universe anstreben wird. Einer der Namen, der in aller Munde ist, ist Tatjana Kalmel, denn dank der Aufhebung der Altersgrenzen kann sich das 29-jährige Model im Schönheitswettbewerb nach der Niederlage gegen Alessia Rovigno im Jahr 2022 revanchieren. Warum? Nimmst du wieder teil? Hat Jessica Newton Tatjana Kalmel versprochen, die Krone zu gewinnen? Erinnern wir uns daran, dass es nicht das erste Mal ist, dass Jessica Newton in die Kritik gerät, weil sie offenbar Lieblingskandidaten hat, bevor sie ihre Schönheitsköniginnen auswählt, wie es bei Alessia Rovigno, Camila Escribens und Luciana Fuster der Fall war, da es sich um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder deren Verwandte handelt. Das gleiche passiert jetzt mit Tatjana Kalmel, die bei Schönheitswettbewerben erfolgreich war und als Herausforderin antrat, da sie zu den Publikumslieblingen zählt, da sie die bekannteste in diesem Medium ist. Hat Jessica Newton ihnen die Teilnahme versprochen? Bekanntlich ist die Mutter von Cassandra Sanchez die Direktorin der Organisation und wird von Kritikern wie Magali Medina und Rodrigo González am häufigsten beschuldigt, ihre Königinnen von Hand ausgewählt zu haben. Das Model dementierte diese Gerüchte jedoch rundweg und versicherte, dass sie sich immer durch ihre eigenen Leistungen hervorgetan habe und dass dies auch dieses Mal nicht anders sein werde. Diese Kommentare, ich nehme von wem auch immer sie kommen, weil es Leute sind, die nicht wissen, was hinter einem Wettbewerb passiert, niemand hat mir etwas versprochen. Ich bin hier am Limit meiner Anstrengung, ich konkurriere genauso wie wir. Dieses Gespräch, weil ich mit der Entwicklung meine Arbeit demonstrieren werde, und ich habe es immer so gemacht, sagte er. Tatjana Kalmel verrät, warum sie sich an Miss Peru rächen will. Tatjana Kalmel war sehr froh, dass das Alter nun keine Rolle mehr spielt, um Königin zu werden und das Land zu repräsentieren. Ebenso äußerte sie den wahren Grund, warum sie die nächste Miss Peru werden möchte und was sie unternimmt, um dies zu erreichen. Jetzt lebe ich meine Gegenwart und ich möchte meinen Weg kontrollieren, Miss Peru. Es ist ein wunderschöner Moment in meinem Leben, ein neues Ziel zu erreichen. Über die Verbesserung, natürlich baue ich jeden Tag meinen Evolutionsprozess auf, wie ich habe erwähnt, dass ich in vielerlei Hinsicht eine größere emotionale Reife verspüre, fügte er hinzu. Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar, geben Sie uns Ihr Gefällt mir und abonnieren Sie uns, um weiter zu wachsen und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.